Ja, mein Name ist Katharina Lingemann. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin Betriebsnachfolgerin von B&L, einem Lohnunternehmen aus Osnabrück. Wir haben eine Spedition und ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen und machen von der Aussaat bis zur Ernte alles außer Rüben und Kartoffeln. Meiner Meinung nach sind Lohnunternehmer wichtig, weil wir großes Know-how mitbringen, starke Technik. Wir sind individuell einsetzbar, wir sind alle qualifiziert. Ich habe als erstes eine Ausbildung zur Industriemechanikerin gemacht, dann Landmaschinenmechanikerin. Anschluss noch die Meisterschule zur Landmaschinenmechanikerin. Bin seit klein auf an im Lohnunternehmen tätig, habe früher mitgeschraubt. Heute fahre ich noch mit, ich disponiere selber. Ich bin eigentlich in allen Bereichen irgendwo mit dabei, um zu wissen, worum es geht und um die Mitarbeiter zu entlasten, auch in der Ernte und allem drum und dran. Unser Team zeichnet aus, dass wir einen sehr großen Zusammenhalt haben. Auch privat sind wir öfter zusammen unterwegs. Jeden Freitag wird gegrillt. Wir haben einfach einen super Zusammenhalt und ich denke, das zeigt sich auch in unserer Arbeit. Gerade zu Saisonspitzen, wo viel zu tun ist oder auch generell, wenn man Freizeit haben möchte, denke ich einfach, dass das eine Planungssache ist. Man bekommt es immer irgendwie hin, eine Sache zu planen, dass man selber auch ein bisschen Freizeit bekommt oder auch Mitarbeiter einfach mal einen Tag frei haben können, ohne dass da jetzt großartig Maschinen stehen bleiben. Im Herbst, Winter bin ich viel auf Yacht. Wir haben eine Sauenmeute, also mehrere Hunde. Hunde sind sehr treu, die sind immer bei einem, das ist ein ständiger Wegbegleiter, die sind einfach immer da und wenn man die nachher dann soweit hat, dieses Miteinander, nicht gegeneinander, sondern dieses Miteinander jagen und miteinander zusammenarbeiten, das macht mir Spaß. Ich bin außerdem Vorstandsmitglied vom jungen BLU, bin dort seit 2 Jahren engagiert. Wir machen verschiedene Veranstaltungen von Mitgliederversammlungen, Junge Unternehmertagen und Seminaren und ansonsten treffe ich mich viel mit Freunden und Bekannten, das ist so, erfüllt viel meine Freizeit. Also ich bin ja nun seit klein an als Frau in der Männerdomäne tätig, bin damit groß geworden, bin durch Höhen und Tiefen gegangen, aber im Allgemeinen kann ich nichts Schlechtes sagen und bin sehr zufrieden mit meinen Kollegen und auch mit meiner Berufswahl. Ich mache nämlich heute das, was ich mein Leben lang schon machen wollte.